Hi Leute, heute backen wir ein wunderbares Gebäck, das seinen Ursprung in Frankreich hat, und zwar die Brioche. Brioche ist ein traditionelles französisches Gebäck, das durch seine weiche, luftige Textur und seinen leicht süßen Geschmack bekannt ist. Das Wort Brioche selbst stammt aus dem Französischen und lässt sich auf das altfranzösische Wort Brie zurückführen, was so viel wie kneten bedeutet. Dies bezieht sich auf den intensiven Knetprozess, der notwendig ist, um den Teig der Brioche zu seiner perfekten Konsistenz zu bringen. Eine klassische Brioche wird aus Mehl, Milch, Butter, Eier, Zucker, Hefe und etwas Salz hergestellt. Trotz dieser simplen Zutaten erfordert das Backen von Brioche etwas Geduld und Geschick, da der Teig mehrfach gehen muss, um seine lockere, luftige Textur zu entwickeln. Lass uns in die Küche gehen und unsere eigene leckere Brioche backen. Für eine Portion Brioche benötigst du 200 ml lauwarme Milch, 60 Gramm Zucker, einen halben Würfel frische Hefe hineinbröckeln und unter Rühren auflösen, 1 Teelöffel Salz, 500 Gramm Mehl und 2 Eier zugeben und auf höchster Stufe mit den Knethaken einer Küchenmaschine zu einem glatten Teig verarbeiten. 100 Gramm Butter in Würfel schneiden, zum Teig geben und nach unterkneten. Den Teig abdecken und an einem warmen Ort ungefähr 60 bis 90 Minuten gehen lassen, bis sich der Teig mindestens verdoppelt hat. Jetzt ist der Grundteig fertig und muss nochmal gründlich durchgeknetet werden. Wenn der Teig beim Kneten zu klebrig ist, kannst du auch so wie ich einen Teigschaber verwenden. Für einen klassischen Brioche-Butterzopf den vorbereiteten Teig in 3 Stücke einteilen und jedes Teigstück länglich zu einem Strang formen. Dabei die Stränge zuerst nur leicht vorrollen, entspannen lassen und erst danach in die richtige Länge rollen. Am besten rollst du zuerst alle Teigstücke vor und beginnst dann wieder mit dem ersten Strang, um die Stränge nacheinander in die richtige Länge zu rollen. Für einen Zopf legen wir die Stränge nebeneinander, verbinden diese an einem Ende und beginnen die äußeren Stränge abwechselnd über den mittleren zu legen, bis der Zopf fertig ist. Den fertigen Zopf legen wir dann auf ein mit Backpapier belegtes Blech, bestreichen es mit der Ei-Milch-Mischung und lassen es nochmal kurz gehen. In der Zwischenzeit den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Vor dem Backen die Zöpfe nochmal mit der Ei-Milch-Mischung bestreichen und dann direkt mit dem Blech in die Mitte des vorgeheizten Ofens schieben. Etwas Wasser auf ein zweites Blech gießen und die Ofentür direkt schließen. Die Zöpfe für 15 Minuten bei 180 Grad Umluft backen. Und fertig ist unser Brioche-Zopf. Den Brioche-Teig kannst du aber genauso herzhaft verwenden wie zum Beispiel für diese leckeren Burger Buns. Den vorbereiteten Teig in gleichmäßige Stücke einteilen und zur Kugel formen. Die Kugeln mit der Ei-Milch-Mischung bestreichen und für 40 bis 50 Minuten bei Raumtemperatur aufgehen lassen. Vor dem Backen die Kugel nochmal mit der Ei-Milch-Mischung bestreichen, mit Sesam bestreuen und dann direkt mit dem Blech in die Mitte des vorgeheizten Ofens schieben. Etwas Wasser auf ein zweites Blech gießen und die Ofentür sofort schließen. Die Buns für 15 Minuten bei 180 Grad Umluft backen. Und nun sind die Burger Buns für die weitere Verarbeitung fertig. Zum Abschluss zeige ich dir noch eine richtig süße Variante. Den vorbereiteten Teig in 8 Stücke einteilen, zur Kugel formen und ein Kreuz in der Mitte des Teigs eindrücken, mit einem bemehlten Glas einen Kreis in der Mitte eindrücken und die Wölbung mit Marmelade füllen. Das Blech in der Mitte des vorgeheizten Ofens schieben, die Buns für 30 Minuten bei 180 Grad Umluft backen. Und fertig sind unsere gefüllten Brioche-Taschen. Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob dir das Rezept gefallen hat und viel Spaß beim Ausprobieren!